Hi, willkommen zu einer neuen Folge Aeterna Noctis. Letzte Folge haben wir ja unsere kleine Backtracking-Session beendet und jetzt sind wir ins Schmiedegebiet und wollen das natürlich unter die Lupe nehmen. Das ist genau wie diese Schleime, die gehen kaputt. So, wir gehen erstmal hier nach links, würde ich sagen. Das macht bestimmt Aua. Ah, falscher Pfeil ausgerüstet. Okay, ich kann hier dran stehen, obwohl es so heiß ist. Aber da geht es nirgendwo hin. Kann ich hier auch drauf stehen? Ah, das ist nur Optik, okay. Ich dachte, das würde mich verletzen. Okay. Ja, gleich mal in das erste reindashen. Super. Okay. Hier gibt es auch Selbstmordattentäter. Gar nicht schön, ne? Das verletzt mich aber, oder? Ja, das war zu erwarten. Ich kann ja auch hier oben lang. Vielleicht komme ich von hier oben da irgendwie hin. Kiste. Einfach nur eine Kiste. Okay. Mann! Ah, ich werde hier unter den Anschlag hingeworfen. Perfekt. Ja, man muss ganz schnell dashen. Okay, das ist knifflig. Das ist nicht einfach. Oh nein. Und ich werde fast am Anfang zurückgeworfen. Alles nur für Geld, ne? Was tut man nicht alles für Geld? So. Hätten sie hier oben hier wenigstens einen Schalter hinmachen können, dass man hier aufmachen kann. Dass man nicht hier wieder durch zurück muss. Naja. Ah, da muss ich ein bisschen springen. Ah, ich werde gleich hier unten hingemacht. Das ist noch besser. Ja, das ist schon mal, wenn ich tatsächlich die Schmiede vor den anderen, vor der Wiege, danke, vor der Wiege des Lichts machen sollte, dann ist das gut, dass wir das noch andersrum gemacht haben. Weil das hätte ich ohne die Fallfähigkeit auf jeden Fall nicht bekommen. So, jetzt gibt es ein bisschen mehrere Wege, wie es scheint. Bin schon wieder fast tot. Und dieser Kreis hat irgendwie eine andere Farbe. Ich weiß nicht, was es bewirkt hat, um ehrlich zu sein. Und es ist auch nur ganz kurz aufgeploppt. Moment. Da oben geht ein Türchen auf, okay. Führt mich wahrscheinlich dann dahin. Ah, zu früh ge...
Ah, auch wieder zu früh. Ah, ich lande sowieso hier. Und du machst Tür unten, oder? Ah, falscher Pfeil. Die Tür oben machst du auf. Ja, jag den mal gerne hoch. Und hier gibt es auch die solche Schießdinger. Das mag mir gar nicht gefallen. Ich wollte auch eigentlich zu dieser Folge gucken, wie man diese lilanen Juwelen auffüllt. Aber ich hab's vergessen. Hey! Ein bisschen irre ist er ja schon, ne? Da ist Sackgasse. Ah, hier ist wieder diese Teleportationsmechanik, die in Turm des Lichts auch herrschte. Wo bringt mich dieser Teleporter hin? Der Raum ist auf jeden Fall zu Ende. Aha. Was ist das denn da rechts? Soll das für den Kristall-Ding was sein? Ja. Sieht halt ein bisschen merkwürdig aus. Wie viele habe ich davon eigentlich? 20? Oh, ich könnte theoretisch zurückgehen. Habe ich gar nicht so drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Okay, ich kann die One-Hitten. Das ist schon mal gut zu wissen. Das Gebiet gefällt mir. Von der Optik her. Das ist... Ah, renn ins Feuer rein, natürlich. Ah, vielleicht kommen hier noch Nervabschnitte. Ja, die Wiege des Lichts, muss ich sagen, hat mir nicht so gefallen. Ne? Dass man da überall ganz nach unten fallen kann. Was mir noch gefällt, ist die Sense. Hinter dir, mein Freund. Dass die so viel Schaden austeilen kann. Das wäre aber gegen den Robo vielleicht nicht schlecht gewesen. Naja. Ich habe ihn ja auch so geschafft. So, jetzt gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, ne? Ich denke, das ist mit einem Geheimnis verbunden, vor allem, weil ich das ohne Pfeil nicht kann. Ja, super. Da muss ich sofort dashen. Was ist das denn für ein krasser Typ? Okay, ich muss ganz genau zielen. Ganz genau. Mhm. Also durchschießen kriege ich schon mal hin. Ja, nee, ist klar. Ich sag dazu nichts, ne? Ich lasse es nur so einmal auf mich wirken. Ja. Ah, dafür bin ich jetzt zu lang. Oh, das geht schnell. Aber ganz ehrlich, kann ich nicht einfach mich hier runterschießen?
Er ist nicht so einfach, weil der Winkel scheiße ist. Da war ich zu langsam. So. Ich komme doch sowieso zu dieser Tür hin, wenn ich hier lang gehe. Ja. Dann ist das simpler. Dann hätten sie gar nicht dieses krasse Zeitfenster machen brauchen. Das ist ja einfach unnötig. Dass wir in der letzten Folge auch einen zusätzlichen Blue-Container gefunden haben, das war auch sehr gut. So, bin ich hier in der Sackgasse jetzt oder was ist hier los? Ne, hier geht's weiter. Ja, am Anfang dachte ich, das Gebiet ist nicht so groß, aber das war ein großer Irrtum, denke ich. Aber es gefällt mir auf jeden Fall super. Das kann ich schon mal festhalten. Und das nächste Bruchstück. Ah, das war eng. Ich gehe erstmal hier lang und sichere, versuche das Bruchstück zu sichern. Danke. Das führt zum Geheimnis. Wir gehen erstmal hier unten lang. Ich gehe davon aus, dass hier unten das andere Fragezeichen ist. Ah, der hat einen Hieb gelebt. Ui, jetzt wird's spacey. Hä? Ach so, der Schuss war noch nicht wieder aufgeladen. Und ich habe mich gedasht. Uff. So, jetzt warten wir, bis der Schuss wieder aufgeladen ist. Darauf achte ich nie. So. Das geht aber nicht zum Fragezeichen hier hin. Hä? Ich gehe erstmal hier unten lang. Ah! Ich bin auf dem Laufband. Okay, das ist... Oh, ich komme schon in Nähe des Fragments, habe ich das Gefühl. Aber das muss ich irgendwie aufmachen. Und ich kann mich voll machen. Wer bist du? Du siehst wie ein Schmied aus. Ese tokorite na me oroa esite na mokeda. Utari do come sora urideko. Manike kora usodaris. Esatao ora kate. Utari do kine. Kunde moraya me no koa forkanas. Tokanas de kokoma. Okay, er mag mich nicht. Nameka. Esatao tireo neita etau domoe kurohito. Isake konote. Ach so, er ist das? Was, der sperrt mich ein. Oh shit. Ah, hab ich nicht verletzt, okay. Ja, es kommen mehr, das war zu erwarten. Komm da runter! Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wenn du nicht runterkommst, komme ich zu dir hoch, Mann. So, wahrscheinlich kommt noch eine Welle. Ja,
das war zu erwarten. Lässt du mich in Ruhe heilen? Und komm mal hier hin. Willst du nicht, ne? Dann müssen wir das von der anderen Seite machen. Onatawa inaro, koranitara domakene. Otonaosta mika inasora. Okay. Es sind noch zwei Schmelzofen übrig, hat er gesagt. Das heißt, es gibt drei davon. Aber hier hat er jetzt auf jeden Fall den Gang frei gemacht. Kodai Sata, Keranoma Forkalis. Okay. Abwärts. Ah. Eine Tür, die sich öffnet, sobald ich alle diese drei Kammern mache. Und ich bin jetzt wieder im Ursprungsbereich. Okay. Kann ich den wieder benutzen, um zurückzukommen? Ja, ja. Hör auf zu sabbeln und fahr dahin. Ich hätte mich auch einfach an den Stuhl erholen können. Das wäre vielleicht clever gewesen. Naja, ich habe drei Blutgefäße voll. Dann bin ich ja fast wieder full life. Oh, gegen die Laufrichtung. Das ist natürlich nicht so toll. Aber es geht. So, hier oben war ich noch nicht. Nein, hier war ich noch nicht. Da oben scheint ein Fähigkeitenpunkt zu sein, an den ich nicht rankomme. Schön. Das ist einfach nur ein Rückweg. Komm da runter. Ich muss da ja irgendwie hinkommen, ne? Das ist ein Rückwegtür. Wir gehen einfach mal weiter, würde ich sagen. Ah, jetzt wird die Richtung mal... da habe ich Glück gehabt. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. So, kommen wir jetzt dahin? Ich finde die Gegner irgendwie lustig. Ja, das sind so Plattformen, auf denen ich fahren muss. Von hier aus, okay. Wo geht's dahin? Wahrscheinlich eine Verbindung dahin, ne? Wir fahren erstmal ein bisschen Plattformen. So, geschafft. Und es gibt einen Fähigkeitspunkt, Fragezeichen. Es gibt einen Fähigkeitspunkt. Und er macht hier die Tür auf. So, aber wir konnten links noch weiter.
Jupp. So. Das sah erst ein bisschen so aus, wegen dieser Konstrukt, dass da der Weg auf einmal zu war, weil ich da eben nicht drauf geachtet habe, dass das Ding da schon war. Deswegen dachte ich, ich komme da nicht mehr durch. Aber irgendwie sah das mein Sprung so aus, als ob ich, genau hier, als ob ich davon abgeprallt wäre. Was tue ich denn? Es sieht echt so aus, als ob ich davon abpralle. So, jetzt ganz schnell den hier aktivieren, damit ich das nicht nochmal machen muss. So, ja. Da unten war ich ja schon. Eigentlich. Jedenfalls sagt mir das die Karte. Ja, wie kommt man da hin? Wahrscheinlich, wo ist... Wahrscheinlich von hier irgendwie, ne? Von hier ist es anscheinend nicht möglich. Von da bin ich gekommen. Es wird jetzt einfach nur eine Verbindung sein. Naja, ja, hier geht es wieder runter und dann bin ich quasi einmal in den Kreis gelaufen. Ja, genau. Schade, dass es dann hier nichts gibt. Ja, dann hätten wir diesen Teil schon fertig. Okay. Ich gehe mal kurz zum Fahrstuhl zurück. Testieren wir gerade mal unseren gefundenen Fähigkeitspunkt, würde ich sagen. Immunitätszeit nach einem Treffer um 25% erhöht, sollte ich dazu sagen. So. Dann will ich hier näher rangucken. Gehen wir mal nach links, würde ich sagen. Also zwei Öfen sind ja noch übrig. Da ist eine dicke, fette Tür, die wir öffnen sollen. Oder müssen, um weiterzukommen. Die ist hier oben irgendwo. Die führt mich wahrscheinlich zum Fragment dann am Ende hin. Ja, lauf genau rein. Super Idee. Ah, Moment. Ich gehe kurz nochmal nach oben, falls da irgendwie was noch war. Aber ich glaube es nicht. Nein. Hier ist nichts. Okay. Genau, verzieh dich bloß. Und du auch. Gleich weg mit dir. Okay, der angenehmere Weg scheint der untere zu sein. Oh, ein Amboss. Haben wir hier die nächste Schmiede? Irgendwie ist die leer. Kann das sein, wenn man alle drei Öfen zerstört, dass der Typ dann hier hinkommt? Weil, dass der Raum leer ist, das macht ja keinen Sinn. Vielleicht tut der Schmied dann hierhin dann gehen. Ah, wo, 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 wo? Ah, darauf kann ich stehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Da oben ist nichts. Komm, mach dein Feuer weg. Oh. Lass mich zu denen hin!
Schuss. So, mach das. An die Kiste wieder ranzukommen wird besonders herrlich, ne? Ja, ja, das ist... Genaues Timing ist gefragt. So. Da ist wieder ein Teleporter. Ich hasse diese Feuerbälle. So, jetzt noch eins wieder. Ich treffe ihn nicht. So. Das war ein bisschen unnötig. Nimm mal einen Trank. Ich hab's ja. Ah! Okay. Was passiert, wenn ich dich abschieße? Ich krieg was zu... Das brauche ich doch gar nicht. Ah, wenn ich den Pfeil nicht hätte, ne? Dann würde ich es brauchen. So. Da tauschen wir da einfach nur die Plätze. Was passiert, wenn ich hier... Auf Zeit. Und einer ist noch hier. Nein, ich bin runtergefallen und ich bin tot. Ich habe mich zu sehr unter Druck setzen lassen. Der kann auch über mich drüber werfen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ups. So, holen wir uns erstmal das wieder. Und ich würde mal sagen, wir machen den zuerst. Aus dem einfachen Grund, dass er die untere Tür öffnet. Ja, es ist gar nicht so stressig, wie ich dachte. Was machst du? Mach die Tür wieder auf. das Fragment kann mich, glaube ich, am Arsch. Oder? Ich probiere es mal. Warte mal. Das ist hart. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie komme ich zurück? Also kriegen ist ja das eine Ding, aber... Erstmal gucke ich, ob ich hier oben jetzt einen Kontrollpunkt habe. In der Nähe. Das sieht nicht so aus. Hatte ich hier einen? Ja. Ich glaube, das Fragment, das... kann mich mal am Arsch lecken. Ich bin mir halt nicht sicher, ob man irgendwas noch dazu bekommt, um das einfacher hinzukriegen. Das darf doch nicht wahr sein! Ja, jetzt wo ich sehe, was hier ist, wie soll ich denn zurückkommen? Also ich habe es.
Aber wie um Himmels Willen soll ich zurückkommen? Ich kann doch nicht nach oben zielen mit den Pfeilen. Kannst du vergessen. Da brauche ich irgendwas für. Falls man das mit nur dem blauen Pfeil schaffen kann, bitte mir erklären, wie. Ich glaube, es ist ohne zusätzliche Fähigkeit unmöglich. Und was haben wir da? Ich glaube, wir haben einen Schlüssel Nummer 4, ne? Genau. Ja, sobald wir hier den Bereich hier abgeschlossen haben und zu unserem Thron zurückkommen, können wir das machen. Aber wir sind am Ende der Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.